Ich bin Beatrice Drachsel, Inhaberin der Eventicom AG. Üblicherweise organisieren wir im Jahr 80 bis 100 Events. Das war dieses Jahr sehr schlecht möglich. Faktisch, seit dem 28. Februar läuft unser Business nicht mehr. Wir mussten über 50 Events absagen. Ganz viele Aufträge sind gar nicht erst gekommen. Es herrscht einfach Flaute. Ich musste lernen, dass man die Krise mal ein bisschen durchstehen muss, ein bisschen aushalten muss. Gleichzeitig bin ich ein Mensch, der natürlich den Kopf nicht in den Sand steckt und bin optimistisch und bleibe motiviert. Das heisst, wir haben auch viele Sachen probiert zu vorbereiten für die Zeit danach, wenn es wieder läuft. Konzepte ausarbeiten, die wir vielleicht vorher auch nicht so Zeit hatten. Wenn die Krise durchgestanden ist, wird das Bedürfnis sehr, sehr gross sein, Kundenanlässe und Mitarbeiteranlässe durchzuführen, sich wieder zu treffen, gerade jetzt, wo alle im Homeoffice sind. Wir wollen wieder zusammenkommen, wir wollen wieder direkte Ansprache, wir wollen wieder Networking betreiben. Und da freue ich mich drauf.